Willkommen zum siebten Part vom Blind Let's Play zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ich weiß, ich habe im letzten Part am Ende gesagt, ich befinde mich dann vor diesem Waldschrein, aber anscheinend hat Midna da was dagegen, deswegen hören wir uns sie erstmal an. Also dann, Zeit die Waffen auszuprobieren, die ich dir gegeben habe. Na, du weißt schon, schwinge mit B dein Schwert und halte mit... Okay, ich glaube, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, danke. Gut, dann muss ich halt jetzt mal so hinlaufen. Ich krieg das auf jeden Fall noch ganz gut hin, hoffe ich mal. Ja, oder auch nicht. Oder auch schon. Achso, aber jetzt müssen wir erstmal noch hier einen Schlüssel finden. Tatsächlich ist es jetzt auch so, genau. Na denn. Das kriegen wir doch hin, denke ich mal. Da ist wieder irgend so ein Typ. Wir haben ja jetzt auch unsere Lampe, ne? Vielleicht mache ich erst noch ein paar Sidequests, wenn wir gerade so dabei sind. Weil ich könnte ja zum Beispiel hier das hier anmachen und hier das auch. Noch eine irgendwo. Nicht, dass das hier irgendwie ein Rätsel ist, kann ja sein. Ne, Flasche brauchen wir nicht auffüllen. Ist hier noch irgendwo so ein... Ne. Dann stecken wir die wieder weg. Gehen mal zu ihm hier hin. Er will anscheinend nicht reden, doch. Huch! Ach, natürlich. Du bist doch der junge Mann aus Ordon, oder? Hätte dich fast nicht erkannt, so herausgeputzt, wie du bist. Ach, was ich noch sagen wollte. Ist in letzter Zeit etwas gefährlich geworden hier. Sei also vorsichtig. Es treiben sich immer mehr Monster herum, deshalb habe ich den Weg zum Schrein auch verschlossen. Aber du willst bestimmt wieder dahin, oder? Aber so wie du dich jetzt, so wie du jetzt aussiehst, dürfte das hier für dich ja kein Problem sein. Hier. Du erhältst einen kleinen Schlüssel, öffne mit ihm das Tor zum Wald von Fyrone. Aber der Wald hinter der Höhle ist in letzter Zeit so neblig, da hast du ohne Licht absolut keine Chance. Du wirst ständig deine Lampe brauchen, du solltest auf jeden Fall genug Öl bei dir haben. Habe gerade ein Sonderangebot, eine Flasche Öl für... Ja, genau. Aber kriegen wir die Flasche? Dann mache ich es nämlich. Ja, geil. Um Öl nachzufüllen, lege Lampe und Öl auf Y, X oder R und gieße das Öl in die Lampe. Und wenn du es aufgebraucht hast, kannst du alle möglichen Dinge da reintun. Also dann, viel Spaß mit der Lampe und wann immer du Öl brauchst, komm zu mir. Geil, wir haben schon, Alter, wir haben schon zwei Flaschen. Zur Hölle. Ich glaube, in der einen ist noch dieses Milchzeugs drin von der einen aus Ordon und in der anderen haben wir jetzt das Öl. Finden wir hier in diesem Haus noch irgendwas? Kann ja sein. Das ist sicherlich das Haus von dem Typen. Oh, ich sehe jetzt ehrlich gesagt nichts Besonderes. Wir waren ja hier auch schon mal drin. Kannst du da nicht hoch? Warum kann der da nicht hoch? Ach, egal. Dann gehen wir wieder raus und gehen wieder. Also das heißt wieder gehen in den Wald. Fünf Runden zum Waldschreien und hoffen einfach mal, dass wir da gut durchkommen bis dahin. Ich gedacht, jetzt passiert irgendwas, Mensch. Ist auch Öl alles, ne? Hm. Aber das bringt anscheinend nichts, hier diese Fackeln anzumachen. Naja, was soll's. Gut, dann gehen wir mal hier durch. Kein Problem für uns. Hier weiter kennen wir mittlerweile, dass es hier dunkel ist. Was erwartet uns? Die Fackel ist noch angezündet. Ach nee, nicht du schon wieder. Okay. Ja, ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir der normale Link sind. Oh. Ich sehe echt gar nichts, Alter. So, aufpassen, dass ich hier nicht in irgendeine Pflanze reinrenne. Oh, weißt du was, du kannst mich mal... Oh. So, hä? Was war das jetzt? Endlich, Alter. Was bringt mir das denn, wenn ich das hier abschneide? Bringt mir das irgendwas? Nee, ne? Ich könnte die höchstens jetzt mit meiner Schleuder runterholen, ne? Okay, dann mache ich erstmal das bei allen. Solange ich auch treffe, ne?
okay. Ja, da holen wir halt ein paar Rubine wieder rein. Ist ja schön und gut. Sind wir hierher gekommen? Nee, ne? Oh! Hallo. Kannst du bitte aufhören? Was soll ich denn machen? Alter. Was zur Hölle, Alter? Wir haben die, glaube ich, noch nie angreifen sehen. Okay, hier war auch nichts. Hat sich nicht mal gelohnt jetzt hier. Was zum Fick ist das? Ah. Hä? Haben wir das schon mal gefunden? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay, ziemlich nice. Erstmal schön Herz verloren an diesem dummen Vieh. Und jetzt schauen wir doch mal, wie neblig das hier ist. Wenn du uns schon vorwarnst, muss da ja auch was dran sein. Oh nee, dieser Kack. Oh nein, das ist immer noch da. Hä? Ach so, ist eine Sequenz. Gut. Ach, willst du mich verarschen? Ach so, der zeigt mir noch was, oder? Ah. Oh, wen haben wir denn da? Der hat dir glatt die Lampe geklaut, nur weil du nicht aufgepasst hast. Und? Achso, ich soll ihm aber folgen. Ja, ist ja gut. Weil man mit der Lampe anscheinend diesen ganzen... Also mit dem Licht anscheinend diesen ganzen Nebel wegmachen kann. Hey, da ist eine Truhe. Lässt du mich da hin? Nein. Gut, ein Versuch war es wert. Ich glaube, einmal hätte es klappen können. Ich probiere das jetzt nochmal. Also ich hatte es jetzt mal im richtigen Moment gemacht, wie ich es gedacht habe, aber es hat nicht funktioniert. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal weitergehen und kümmern uns da später drum. Was ist denn da für ein Viehzeug schon wieder? Tot. Ah, dann macht er nämlich nicht weiter dann. Ja, ich komme ja schon mit, ganz ruhig. Ja, bloß nicht wieder da reinlaufen, so richtig blöd. Achso, das, was wir vorhin bekommen hatten, das war hier für unsere Schleuder, so Munition. So irgendwelche Kerne oder was das war. Alter. Ich mache mal gerne diesen Sprungangriff, weil... Weiß ich nicht, ist praktisch, gerade bei fliegenden Gegnern. Aber der trifft halt meistens nicht beim ersten Mal. Oh ne, ist gleich so eine blöde Pflanze, ey. So, das ging schnell. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, da haben wir es doch. Dankeschön, mein Guter. Achso, der würde mich jetzt auch wieder zurückführen. Aber nee, ich will ja... Ich will ja hier durch. Zum Waldschrein, genau. Hey, was hat denn dieser Affe vor? Lauf ihm nach, er hat schließlich deine Lampe geklaut und du brauchst sie sicherlich noch. Oh. Das heißt, er will mich noch weiterbringen. Hä? Ja, also komm, bitte nur weil ich schon weitergelaufen bin. Was zur Hölle macht er denn? Hier ist doch gar nichts. Ach, sinnlos. Oh ne, der hat die jetzt nicht kaputt gemacht. Ja, was denn jetzt? Ah, sehr schade. Okay, warte, wie ging das jetzt? Items, Moment. Lampe hierhin. Öl dahin. Ah, okay. Reicht das für nochmal? Nee. Okay. Dann tue ich das wieder weg. Das ist schon da. Den Rest brauche ich nicht. Ach, lass es jetzt einfach so. Vielleicht brauche ich ja die Flasche mal demnächst für irgendwas hier. Kann ja gut möglich sein. Oh, seid ihr für niedliche. Du kommst gleich nochmal aufs Maul. Ah, der ist schon tot, der andere. Oh, da haben wir unser Herz wieder bekommen und... Noch ein Rubin. Kommen wir hier eigentlich hoch? Das habe ich mich das letzte Mal schon mal gefragt. Ich glaube es ja eher nicht, weil das ist so eine eingestürzte Brücke, ne?
Na, was soll's. Gehen wir erstmal weiter. Was ist das da zum... Ah. Genau, wir sind ja jetzt hier bei dem Vieh. Hier hätte man... Oh, man könnte nochmal Öl kaufen, theoretisch. Ist es nicht egal, welches Öl? Oder hält das hier länger? Rotes Elixier. Ach so. Und das kostet 20 Rubine. Na, dann nehmen wir das vielleicht nochmal mit. So, und jetzt müssen wir noch das Geld hier reintun, ne? War es nicht so? Danke. Bitteschön. Tschüss. Kann ja sein, dass wir das brauchen. So, was ist das jetzt hier? Ernsthaft? Was ist das denn? Hey, ich will aber gar nicht. Oh nö. Hä? Ich habe jetzt gedacht, der verwandelt mich wieder in den Wolf. Aber ich bin in. Hä? Hä, willst du mich verarschen? Ich sag nicht, ich muss jetzt. Ja, klar. Alter! Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Wie viele Herzen habe ich abgezogen bekommen? Gar nichts, oder was? Das Schicksal mag dich zum Helden gemacht haben, aber in dieser Verfassung bist du es nicht wert, das grüne Gewand zu tragen. Du brauchst Mut, um deine Kräfte zu sammeln, und die gesammelten Kräfte werden dir Mut geben. Wenn du dir wahren Mut wünschst, um Hyrule aus dieser furchtbaren Gefahr zu retten, unterweise ich dich in meinen okkulten Künsten. Wie random ist das bitte jetzt? Fangstoß. Ein starker Gegner kann zwar durch einen schweren Angriff niedergehen, steht aber sogleich wieder auf. Die Kunst des Fangstoßes besteht darin, den am Boden liegenden Gegner endgültig zu besiegen, bevor er wieder aufsteht. Wenn der Gegner am Boden liegt, visiere ihn unverzüglich mit ZL an und drücke A, um ihn von oben springend den letzten Stoß zu versetzen. Hast du eine günstige Gelegenheit, dem Gegner den Garaus zu machen, erscheint vor deinen Augen das Signal Fangstoß A. Nun versuche es an mir. Jetzt erst, Alter. Ich hab die voll, zwar voll daneben gestochen, aber... Naja, passt schon. Ja, das war ein kühner Schlag. Verpasse dir nie die Chance für einen Fangstoß durch Drücken von A. Damit hast du die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Ja, sehr, sehr schön. War es das jetzt, oder was? Du hast die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Visiere Gegner am Boden mit ZL an und beende die Sache mit A. Es gibt noch weitere 6... Wow. Okkulte Künste, die du erlernen musst. Dennoch, sie sind nur für den Bestimmten, was sind nur für den bestimmt, in dessen Adern das Blut eines Helden fließt. Für den, der den Geist eines erhabenen Raubtiers hat. Stelle deine Kraft und sei beständig in deinem Mut, um die gegenwärtige Bedrohung zu erschlagen. Lausche dem Ton des Windes, der den Geist des wilden Tieres ruft, und komme wieder zu mir, wenn du die Statuen gefunden hast. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes, vergiss das nicht. Auf ein Wiedersehen. Das heißt, ich habe jetzt erstmal eine neue Attacke gelernt, und was zur Hölle, wieso, warum jetzt genau hier und, hä? Verstehe ich echt nicht. Aber naja. Dann gehen wir mal da hoch, wir haben auch schon wieder ein bisschen Zeit verschwendet, will ich sagen, fast schon. Und jetzt kann ich den nochmal. Und dann kann ich es. Ah, okay. Da kommst du auch noch so her. So. Und. Fangstoß. Zack. Genauso tot. Ha, ich komme doch hier um. Ach so. Nein! Habe ich das. Ja. Ich hatte bis jetzt die Lampe auf R. Deswegen. Oh Gott. Schön 20 Rubine versemmelt. Oh Gott, so ein Mist. Ja, ich hoffe mal, wir kriegen das auch so hin. Ich lasse die Lampe jetzt auf R. Ist besser, Alter. Sieht ja überhaupt nichts.
Okay. Wo ist das denn, Alter? Ich hab's ja noch nicht mal anvisiert, weil es das immer nicht macht. Aus irgendwelchen Gründen. Jetzt habe ich die Lampe hier hängen, okay. Ist das der erste Dungeon? Sag es mir. Ich glaube, das wird nicht reichen, was wir an Öl mit haben jetzt. Es ist nicht der erste Dungeon, wenn da schon die Kinder sind. Kann ich den Typen da abschmeißen damit? Nee. Geil ist das, geil. Oh, hallo. Das ist so eine Muschi. Und dann... Oh, leck mich. Das ist ja schlimm. Verlieren wir da so billig hier Herzen, Alter. Was ist denn hier für ein Affe? Was machen die Spinnen da? Warte, Moment. Ups. Alter, ich mache hier nur Scheiße. Okay, es ging aber schneller als gedacht. Also, wie ich da drin stehen kann, Alter. Ist das jetzt die Affendame oder was? Achso, die zeigt mir auch den Weg. Das ist doch der Affe, der die Lampe geklaut hat. Ich glaube, der will mit dir spielen. Also nichts wie hinterher. Ich glaube, der will mit dir spielen. Genau, bestimmt will der spielen. Okay, dann klettere ich mal hier die Ranke hoch. Ja, ich komme ja schon mit. Lass mich mal hier noch schauen. Ja, auch noch sowas? Nee. Und jetzt? Ja, weil ich das so wegschieben kann, genau. Was sind wir denn jetzt? Will der jetzt mir hinterher, oder was? Anscheinend. Ich schaue mich aber hier lieber um. Weil man weiß ja nie, was man hier so finden kann. Ist auch noch so ein Vieh? Nein. Hier ist nichts weiter. Weil wenn ich jetzt schon einmal hier bin, dann versuche ich auch ein bisschen was. Oh. Ja, ist geil, dass das Vieh nicht anvisiert. Ich hasse das, Alter. Ich hasse das so sehr. Das ist bis jetzt das Dümmste, was an diesem Spiel ist hier irgendwie. Weil es die Gegner nie anvisiert. Selbst wenn... Wow. Moment. Ja, komm her. Ach so. Nein, da will ich... Ach Gott, ich will es doch nicht wegwerfen. Ich wollte eigentlich hier diese Holzbohlen wegsprengen, wenn das überhaupt geht. Ach, sinnlos. Ach, hallo. Ey, das... Alter, was ist denn los? Ey, warum habe ich denn auch nie dieses scheiß Schwert ausgepackt, ey, ganz ehrlich. Danke, wenn es überhaupt geht. Lol. Das wollte ich nicht mal. Das habe ich gar nicht gesehen. Wie geil. 20 Rubine, da sind sie wieder. Nice, also kann man praktisch diesen Boden hier nicht wegsprengen. Auch das habe ich jetzt erfahren. Dann schaue ich mich mal um nach Rissen in der Wand. Nicht, dass ich hier noch mehr verpasse. Aber bis hier hinter komme ich ja gar nicht mit dem Viehzeug. Alter, was ist das für eine riesige... Boah. Ey, Junge! Geh mir nicht auf den Sack! Ich hasse das. Ich hasse es so sehr. Wie will ich das Vieh denn... Hä? Okay. So kann ich es besiegen. Sogar öfter treffen. Jetzt ist es tot. Richtig unnötig. Wieder nicht mal was getroppt. Geil. Okay, noch irgendwas hier? Ich hoffe mal nicht noch so eine scheiß Spinne. Aber ich glaube, das könnte jetzt schon hier so eine Art erster Dungeon sein.
Noch irgendwas hier? Oh. Ja, noch irgendwas hier. Moment. Mittner will was von uns. Was sind das hier alles für Was? Alter, bin ich zu blöd für mein Leben. Kandelaber. Kandelaber. Keine Ahnung, was das ist. Ist das hier etwa eine Art Albtraum? Ne, Altarraum? Oh, Alter. Was rede ich hier zusammen? Aber was frage ich dich überhaupt? Als ob du mir darauf eine Antwort geben könntest. Was soll das denn heißen? Moment. Alles klar. Genau das. Okay. Moment. Es bringt mir nichts, wenn ich da dran schieße. Leider. Darüber komme ich auch momentan nicht. Ich komme nur da lang. Naja, vielleicht später. Hier noch irgendwas? Vielleicht. Oh. Ist das was Besonderes? Du erhältst die Dungeon-Karte. Drücke Steuerkreuz nach oben, um den Kartenbildschirm aufzurufen. Bereits gesuchte, besuchte Räume sind grün. Der gelbe Pfeil zeigt deine Position. Mit dem Ding da wählst du das Stockwerk aus. Okay. 1F. Ich bin in 1F. Okay. Na, dann gehen wir mal weiter. Muss dann aber langsam auch auf die Zeit wieder achten. Wo sind wir denn hier wieder, Alter? Ach du Scheiße. Ich sehe schon, dass ich sowas von sterben werde. Ja, du kommst vielleicht da drüben. Was ist das? Alter. Oh, scheiße. Tschüss. Freu dich nicht so hässlich. Sag mal. Und jetzt? Ja, was ist denn das für ein Hin und Her hier? Aber was ist denn das? Haben die etwa Streit? Mann, jetzt können wir hier nicht weiter. Gehen wir einfach zurück. Ich glaube sowieso, der kleine Affe will uns führen. Sollten wir ihm nicht einfach folgen? Na gut. Aber wisst ihr was? Das machen wir erst im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Schreibt eure Meinung bis jetzt in die Kommentare. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Bis dahin. Tschüss.